Rastatt ist stolz auf seinen sportlichen Nachwuchs. Einmal im Jahr ehrt die Stadt ihre Athleten. Ausgezeichnet wurden jetzt Mannschaften und Einzelsportler in allen Altersklassen. Dabei war es zweitrangig, welche Platzierung bei deutschen und internationalen Meisterschaften erreicht werden konnten. Sie haben heute Abend gesehen, dass schon sehr kleine Kinder hier geehrt werden, die auch schon in Mannschaften nach außen gesandt werden, die den Namen Rastatt außen tragen. Und uns ist es wichtig, die Jugend heranzuziehen, denn beim Sport verbindet es eine Ausdauerdisziplin, Korrektheit und auch ein bisschen Kampfsport. Und das ist wichtig auch für die spätere Entwicklung eines Menschen. Da legen wir Wert drauf. Rastatt fördert hochqualifizierte Trainer und Übungsleiter. Der natürliche Bewegungsdrang kann so in wettbewerbstaugliche sportliche Leistungen verwandelt werden. Das gefällt den Kindern dann. Im Sport leben die auf. Und es begeistert sie. Und wenn sie dann in ihrer Mannschaft irgendwo hinfahren, dann das kann man sich an sich selbst erinnern. Das macht Freude, das macht Spaß und entwickelt Ehrgeiz. Ein Ehrenpreis ging an Rainer Wollenschneider vom Rastatter Ruderclub. Allein die von ihm dokumentierte Strecke, die er in seinem Ruderboot zurückgelegt hat, führte ihn einmal komplett um die Welt. Man braucht dafür eigentlich Jahre, aber pro Jahr, also in besten Zeiten, habe ich fast 3000 Kilometer gerudert. Es summiert sich so. Und wenn ich das zusammenrechne, was in meinem Leben schon war, für das ich jetzt geehrt worden bin, ist es erheblich mehr. Ja. Also ich kann fast sagen, ich bin also fast zweimal die Welt umrundet, habe die zweimal umrundet, ja, die Welt. Nathalie Geini konnte sich im November in Athen den Weltmeistertitel im Kampfsport Jiu-Jitsu erkämpfen. Es war unbeschreiblich. Also ich bin von der Matte gelaufen und hatte nur noch überall Tränen in den Augen die ganze Zeit, habe geweint, habe gleich meinen Trainer angerufen und ja, war auf jeden Fall ein überwältigendes Gefühl. Die 20-jährige Rastatterin stand vor der WM täglich auf der Trainingsmatte. In der Vorbereitung ist man auch total darauf fixiert. Also da ist auch das soziale Umfeld vernachlässigt worden und das nimmt man aber alles in Kauf, wenn man dann die Möglichkeit hat, aufs Treppchen zu kommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Nach 2007 ehrt sie Rastatt nun zum zweiten Mal als Sportlerin des Jahres. Sportlerin des Jahres, das ist nochmal eine spezielle Ehrung, also eine Würdigung für die ganze Anstrengung, die dahinter steckt. Und das ist ein schönes Gefühl, auf jeden Fall. Die Sportvereinsförderung in Rastatt zahlt sich aus. Wenn natürlich der Name Rastatt dann auch bei Deutschland, Europa, gar bei Weltmeisterschaften nach außen getragen wird, erfüllt es einem schon mit einer gewissen Genugtuung.